Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiterhin in meiner Wichtigkeit Glamour. So. Dann haben wir gleich den Rest hier fertig. Was ist da gerade aus? Wenn wir was stehen lassen würden rechts. Naja, egal. Funktioniert. So. Ich denke, das könnte alles reinpassen jetzt. Dann wären wir durch. Hoffe, dass ich gut 11.000 mache mit der Ernte. Um einfach das Feld zu kaufen. Dann können wir das nämlich auch noch abernten. Was dann ja schon wieder Kohle für unser Portemonnaie macht, für dieses Class DLC. Dann müssen wir das Feld natürlich auch bestücken, dann später und bla bla bla. Aber das sehen wir dann. Ah, das. Das wird schon gut. Ich habe die ganze Zeit so die Gedanken, ob ich das wirklich hinkriege mit der Kohle. Aber das sehen wir dann. Ich versuche auf jeden Fall dann Ware ins Lager zu kriegen. Und dann abwarten. Was anderes wird uns eh nicht bleiben. Daher ist das schon vollkommen okay. Das wird schon. Und das wird so erfolgreich dann mit den schönen Klaas. Oh, das ist so geil. Ich freue mich da so drauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, gab es eine neue Karte? Gibt es nicht, ne? Gibt wirklich nur das Class DLC, ne? Also eine neue Map meine ich von Landwirtschaftssimulator selbst. Ich glaube nicht, ne? Aber da bin ich auch der festen Überzeugung. Lass doch einfach die Maps weg. Also, dass ihr am Anfang eine Map damit reinmacht, kann ich verstehen. Aber dann Maps da reinzumachen, ist so ein Schwachsinn. Aber das muss auch jeder dann für sich selbst entscheiden, weil man muss doch klipp und klar sagen, wer spielt denn großartig die Landwirtschaftssimulator-Maps, die dabei sind. Am Anfang. Und dann nimmt doch sowieso jeder Gemoddete. Ich habe seit Jahren mal wieder eine Map, die mir persönlich so gut gefällt, weil sie einfach nicht übertrieben ist von den Preisen, von den Feldern her, nicht übertrieben ist von den Größen her, sondern einfach alles mal wirklich für Leute, die das Spiel einfach gemütlich spielen wollen, ist es einfach so unfassbar angenehm. Also mich freut's unwahrscheinlich. So. Ich werde dann hier vorne auch stehen bleiben, um einfach, wenn
Das klappt, können wir dann gleich das Feld mit abernten. Und es gibt keinen Weg, ne? Zwischen den beiden Feldern. Ist auch doof. Naja. Doch, unten gibt es einen Weg. Ne, über die Straße ein Stück. Ja, ist dann halt so, ne? Feldweg und dann wieder hier rein. So. Rotzen wir das voll? Es ist ganz schön viel, was wir noch drin haben. Das klappt super. Wupp. Düngen bringt uns ja sowieso nichts mehr dann auf dem Feld, was wir uns jetzt gleich kaufen werden. Die Ernte wird dann ziemlich mau sein, aber... Ach, scheiße, stopp. Raps ist... Also... Auch Arom, alles klar. Und... Okay. Fahren wir es da auch hin. Haben wir sogar noch gut Kohle über. Dann müssen wir noch den ganzen Kram mit dem Ladewagen einfahren. Auch verkaufen. Oh, da knallen wir jetzt aber erst rüber. So, jetzt vom Gas gehen. Es wird gut. Das wird richtig gut, weil ich bin die ganze Zeit wirklich am Überlegen, ob wir das wirklich schaffen. Aber alles, was ich jetzt schon erwirtschafte, ist ja ein reines Plusgewinn. Dann haben wir noch die ganze Milch, was ja auch Geld bringt. Perfekt einfach. Ja, zack. Das waren auch schon 18.000 wieder. So, Karte X, das Feld. Oh, uns fällt 1.000. Ein fucking 1.000. Oh Mann, ey. Da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als Stroh einzufahren. War nicht 131.000, es waren 139.000. So ist es halt. Eieiei, das ist ärgerlich. Hüpf. Oh, ein großer Haufen, du. Hab ich fein gemacht. Einen ganz großen Haufen. Hüpf. Hüpf. Machen wir natürlich jetzt auch erst voll, ne? Also... Wäre ja sonst dumm. Eieiei. So eine Scheiße.
zack, 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 zack. Das weg, das weg, das weg. Nehmen wir uns erstmal hier die Reihe vor. Erstmal alles wegfahren, ja. Motek. Nichts. Dass man das nicht richtig lesen kann, ne? Muss ich gleich mal gucken, wo wir das meiste Geld kriegen, aber ich glaube hier links von uns. Aber das sehen wir dann. Haben wir gleich Stroh auch komplett drin im Sack? Strohpreise. Bayer Mühle. Ja, der Weg ist weit. Meine Mühle ist ja gegenüber, alles klar. Oh. Alles ein bisschen eng genommen. Gut, jetzt läuft's. Jipp. Alles klar. Perfekt. Auf hat genommen. Ich will mich gerade so ein bisschen beeilen. Ich habe keinen Bock, dass der mir gleich das Feld keine Ernte gleich mehr drauf ist. Zack, zack, zack. Sehr schön. X 12 kaufen. Dankeschön. Haben wir. Trecker aus. Mein Drescher an. Rauf aufs nächste Feld. Eieiei. Und gib ihn. Mal wieder Gerste. Achso, umstellen. So. Wie gesagt, das verkaufe ich nicht. Das kommt ins Lager. Und das Feld ist groß, Leute. Es ist wirklich riesig. Aber wir brauchen es. Wir brauchen die Kohle. Und das alles ein bisschen dringend.
Aber wie gesagt, ob am 22. wird nicht die erste Klassfolge kommen. Meistens dann ein, zwei Tage ein bisschen später. Nur zu eurer Info. Aber es wird direkt am 22. auch aufgenommen. Also erklärt habe ich es ja jetzt ausgiebig in den Folgen. Aber man schafft es nicht direkt. Das wird nicht funktionieren. Jetzt fahren wir einmal um Pudding. So. Unfassbar gut. So. Und als nächstes kommen dann 11 und 10 Felder. Also Feld 11 und 10 und 9. Und dann gehört uns dieser ganze Sektor hier hinten. Was ziemlich geil ist. Wie gesagt, Grasernte müssen wir auch noch machen. Haben verdammt viel zu tun. Erste Runde, wie immer, von außen. Sage auch wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.